Willkommen zu Super Mario Sunshine. Heute holen wir die letzten Insignien und blauen Münzen aus Plaza de la Palma. Das sind auch die letzten, die uns noch fehlen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit den Insignien. Das Geheimnis der anderen Seite hat noch eine geheime Insignie. Und mit Yoshi kriegen wir auch noch ein paar blaue Münzen. Aber da ich auch die 100 Münzen hier sammeln werde, kann ich das erstmal aufsparen. Oh mein Gott. Aber ich bin blöd. Ich brauche Yoshi auf jeden Fall. Ups. Yoshi braucht eine Papaya. Dann holen wir die mal schnell. Und die haben wir hier. Doch hier. So. Ja, jetzt mit Yoshi da runter. Runterzufallen. Ohne Schwebedüse fühle ich mich einfach nicht sicher. Aber ich kann die One-Ups ganz gut gebrauchen, denn das ist ja hier wirklich die schwierigste Passage. Na gut. Aber diesmal mit Trickweg. Macht's auch nicht so viel einfacher, aber egal. Oh Mann. So, die ersten beiden Münzen sind in Ordnung. Komme ich hier eigentlich drüber, ohne mich auf die verlassen zu müssen? Ja. Okay. Drehst du dich mal bitte um? Nein? Schade. Oh, ich dachte, die landet nicht mehr hier drauf. Komme ich da überhaupt drüber? Oh mein Gott, Mario. Gut. So. Und dann war hier, glaube ich, noch eine. Mhm. Hier sind zwei. Oh, ich bin aber viel zu langsam. Und ich weiß nicht wirklich, was ich hätte besser machen können. Na gut, jetzt doch. Wobei es fehlen nur noch zwei. Oh na! Oh. Jetzt wirft er mich natürlich in den Tod. Schade, es hätte beim ersten Versuch klappen können. Da bin ich aber schon gewundert, dass das so gut läuft. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. So. Also ich kann hier schon ganz gut vorankommen, ohne mich auf die doofen Palmer zu verlassen. Das ist ziemlich wichtig. Aber das war nicht gut. Reicht aber. Ah, die nerven so. Ha ha!
Oh Gott, war das knapp. Können die mal alle abhauen, bitte? Das war wieder nicht gut. Aber es reicht. Okay, die Insignie haben wir so gut wie. Sehr schön. 94. Dann holen wir jetzt 95. Dafür müssen wir nur 100 Münzen sammeln. Gar kein Problem. Aber wobei, vielleicht doch. Das Kapitel bietet sich dafür am besten an, weil wir hier erstmal mit Yoshi die ganzen Bienen fressen können. Und dann haben wir da unten auch noch so viele Münzen. Und hier gibt es auch immer noch 3 Münzen, sehr schön. Ja, oder auch manchmal nur eine. Aber auch das ist in Ordnung. Habe ich hier eigentlich was? Nee, ne? Da habe ich sicherlich mal was bekommen, aber jetzt nicht mehr. So. Egal, wir werden ja wieder geheilt durch die Münze. So, ich glaube, Yoshi wollte wieder eine Papaya, oder? Ich hoffe einfach mal. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss auch die ganzen Münzen einsammeln. Sonst bringt mir das ja nichts. Okay, die Bienen hier sind weg. So, Münze davon habe ich ja schon. Mit Yoshi kann ich auch eine Stampfattacke ausführen, das ist gut zu wissen. Ja, aber hier sind halt nicht in jeder Kiste Münzen. Gar keiner gefühlt. Hier gibt es eine blaue Münze, aber ich glaube, das geht nur, wenn da gerade kein Wasser rauskommt. Ah, das geht auch so. Sehr schön. Eine blaue Münze gibt es auch noch. Ja, sogar 2 gibt es da eigentlich. Wir werden uns gleich um die Bienen kümmern und dann noch was anderes machen. Nicht? Oh, ich kann auch erstmal das hier machen. Einfach hier auf der Nase eine Stampfattacke ausüben. Es gibt auch sehr viele Münzen, okay. Yoshi, komm schon. Und die Münzen. Geht doch. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor, weil ich hier sehr schnell runterfallen kann. Ich gebe mir erstmal hier die 3. Und Yoshi braucht gleich was zu essen. Also eine Frucht. Ah, das war jetzt nicht gut. Thank you.
Komm, ich muss es schaffen. Na, lass mich in Ruhe. Okay, das haben wir geschafft, aber ich glaube, Yoshi wird jetzt leider verhungern. Ja, er wird grün und dann verschwindet er. Schade. Was will er diesmal? Ich sehe es nicht. Das sollte eine Kokosnuss sein. So, uns fehlen aber noch 34 Münzen. Hier oben finde ich keine. Oder sonst irgendwo. Ah, ich will noch nicht nach unten gehen. Da unten ist das so gefährlich. Ein Fehler und alles, was ich gemacht habe, ist umsonst gewesen. Alles klar. Ja, irgendwie ist es besser, ohne Yoshi zu stampfen. Hier ist echt nichts drin. Verstehe ich nicht. Warum sind denn die Kisten überhaupt da, wenn da eh nichts drin ist? Ich meine, jede Münze ist mir was wert, deswegen versuche ich jetzt auch, wenn hier nur eine rauskommt. Aber ich kriege da einfach gar nichts raus. Na gut. Wenn ich denn da unten 34 Münzen finde auf der Unterseite? Das bezweifle ich ja irgendwie schon. Tja. Da oben sind auch keine Münzen. Da war ein blauer Schmetterling, ne? Ich weiß nicht genau wo. Da hier schon, okay. Die will ich mir natürlich erstmal holen. Ich glaube, auf den Baum darf ich nicht. Na doch. Schmetterlinge geben leider keine Münzen. Aber wenn wir alle essen, kriegen wir immer eine blaue Münze. Okay. Dann gehe ich jetzt doch noch da hoch und gucke, ob da noch gelbe Münzen sind. In Kapitel 8 waren da auf jeden Fall welche, aber das heißt ja nicht, dass auch hier welche sein müssen. Nee, da sind gar keine. Schade, ist da überhaupt nichts? Vielleicht nicht. Dann hole ich mir wieder Yoshi und gehe jetzt auf die Unterseite. Ich werde nochmal kurz was essen. Und wir können warten, bis Yoshi fährt. Hunger hat, super. Ja, okay, das ist nicht so der beste Spot. Aber da unten sind auf jeden Fall genug Münzen. Und ich kann ja auch eigentlich ohne Yoshi dahin. Ich brauche Yoshi nur für die eine Stelle, wo man den Schleim entfernen muss. Das ist ja gar nicht notwendig.
Spiel. Die werfen mich jetzt runter. Oh mein Gott. Aber hier sind schon... Oh Gott, das war ein bisschen früh losgelassen. Da sind schon sehr viele Münzen. Aber es reicht so gerade nicht, nehme ich an. Erstmal wieder hier hin. Mein Wasservorrat sollte reichen. Ah, hier noch 6, dann habe ich 95. Und dann habe ich da genug. Okay. Aber auch genau genug, weil hier nur 5 sind. Interessant. Die Insignie geht... ja, zu der Statue am... in der heißen Quelle. Ich habe immer Angst bei diesem Sprung. Immer. Aber das ist geglückt. Jetzt nur noch schnell die Insignie schnappen. Und dann müssen wir noch ein paar blaue Münzen sammeln. So, ja, 4 blaue Münzen fehlen noch. Ich weiß, wo eine ist. Nee, ich weiß, wo 2 sind. Da fehlen mir aber immer noch 2. Naja, egal. Und zwar in dem sehr grausamen Kapitel, in dem die ganze Stadt unter Flammen, unter Feuerschleim steht. Nämlich hier, rette den Bürgermeister. Jetzt müssen wir erstmal wieder Dreck wegbesorgen. Ah, verdammt. Hier sind 2 blaue Münzen. Eine davon ist total fies. Kann ich das überhaupt noch? Weiß ich noch, wie das geht? Ja, ich glaube schon. Ah, mir fällt gerade noch eine 3. blaue Münze ein. Sehr gut. Kann ich allerdings nicht in diesem Kapitel holen. So. Das war dieses Loch hier. Oh Gott. Jetzt einmal hier hoch. Oh, ich hoffe, das klappt diesmal. Das war ja auch nicht immer so ganz einfach. Ja, das war nicht gut. Ach Mann, das ist auch eine blöde Aufgabe. Vielleicht gibt es noch einen besseren Weg, aber das ist der Weg, den ich jetzt kenne. Na gut, neuer Versuch. Und nochmal dahin. Na klar. Ah, wenn der Weg nicht so weit wäre. Ich muss nach unten springen.
Na komm schon. Na, die eine Münze hätte ich vielleicht gebrauchen können. Aber egal, ich kann mir auch hier eine holen. Nein! Unglaublich, schon zweimal nicht geschafft. Ha! Es ist einfach viel besser, wenn man hier diesen Spot anvisiert und nicht die Mauer, denn da stößt man nur ab. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber okay. So. Also, eine blaue Münze und ich finde, das ist eine sehr fiese blaue Münze, auf die man eigentlich auch gar nicht kommen kann. Das ist irgendwie nicht gut. Gibt es dafür, wenn ich hier... Oh, gar nicht von hier? Ich bin mir sehr sicher, dass ich eigentlich hier den Mond anspritzen muss. Ja, ist auch so. Wie soll man darauf kommen? Also, wirklich sehr unfair. Und ich habe ja das ganze Level hier quasi sauber gemacht. Nur eine Stelle hier vorne nicht. Und das war mein Fehler. Denn genau hier... wo ich nichts gemacht habe, ist natürlich ein riesiges M. Naja. So, 238. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie noch eine finden kann. Schön wär's, ich weiß es allerdings ehrlich gesagt nicht. Ob hier noch irgendwo ein M ist oder so. Ich guck einfach mal. Ich weiß, wo noch eine ist. Also, was fehlt ist jetzt... Ja. Eine, die andere kriege ich noch. Das, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wir werden sehen. Ich habe nachgedacht und mir ist klar geworden, ich weiß eigentlich, wo beide blaue Münzen sind. Denn ich habe ja schon im letzten Part einen blauen Vogel ein bisschen nass gemacht. Aber nicht, bis die blaue Münze kam. Was ich mir dabei gedacht habe, keine Ahnung. Das muss ich natürlich noch machen. Und die andere ist bei einem Schild. Ich weiß aber nicht, in welchem Kapitel das Schild auftaucht. Vielleicht ist es ja auch hier so. Das Schild da ist. Das wäre super. Ja, ist das sogar hier. Unsere vorletzte blaue Münze. Und die letzte kommt ja sofort. Wir müssen nur den blauen Vogel mal eben finden. Der hat ja mal hier gewartet. Aber gerade ist er nicht hier. Na, ich werde den schon finden. Hm. Auch sehr schwer, hier irgendwas zu finden, weil es so ein großes Level ist. Und die ganzen... Papaya... Nee, wie heißen die? Papus. Die irritieren mich natürlich mit ihren Schatten. Ganz gerne mal jetzt hier hochkommen. Okay. Ich glaube, ich höre den Vogel sogar. Soll ich mal ganz nach oben gehen? Will ich eigentlich nicht, weil das immer gefährlich ist. Andererseits werden wir nicht wirklich was zu verlieren. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und hoch, 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 hoch. Jetzt sind da auch wieder blaue, gelbe Münzen.
Aber die sind eben nur da, wenn man in diesem Kapitel ist. Habe ich ein bisschen Zeit verloren. Aber noch geschafft, hier hochzukommen. Okay. Ist der Vogel hier oben? Nee, ne? Hier ist nur die fieseste Insignie überhaupt. Okay, ja. Ich sehe den Vogel halt nicht. Aber ich weiß ja, dass er da ist. Ich habe ihn ja schon mal gefunden. Oh Gott. Oder habe ich ihn... Nein, die Insignie habe ich nicht. Die fehlt mir ja auch. Oh, dass ich jetzt an so einem Vogel scheitere. Gefällt mir gar nicht. Jetzt sehe ich den Vogel auch einfach nur nicht, aber ich höre ihn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn höre. Gibt's doch nicht. Da ist er. Also zur Raketendüse. Na gut. Okay, ich glitsch mich einfach hier durch. Warum nicht? Jetzt ist er weggeflogen, aber wenn er zur Raketendüse fliegt, dann komme ich dran. Ich kann auch einfach hier warten. Ich glaube, hier ist er auch hergeflogen. Okay, das war sie, die letzte blaue Münze. Sehr schön. Dann werden wir die ganzen blauen Münzen jetzt einfach umtauschen in Insignien. Und dann haben wir 119 Insignien. Die letzte kriegen wir beim Finale. Dann haben wir das Spiel jetzt bald durch. So. Benvenuto. Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, dass du gibst mir jetzt 10 Münzen. Tausche sie gegen Insignien der Sonne. Ich gebe dir 24. Einverstanden? Ja. Wirklich? Du meinst es ernst, nicht wahr? Keine Rückerstattung. Jawohl. Ja, und das kann man alles auf einmal machen, deswegen... Nach 10 Münzen hier hingehen, kann man machen, kostet aber sehr viel mehr Zeit. Ich habe jetzt einfach alle blauen Münzen sofort gegen 24 Insignien getauscht und bin damit dann fertig für diesen Part. Im nächsten Part gehen wir nach Colina Corona und stellen uns Mario Morgana bzw. Bowser Jr. und retten natürlich auch Peach. Das haben wir ja schon eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Peach ja auch entführt wurde. Das ist ja auch schon sehr lange her. Gut Leute, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin wie immer, alles Gute.